Hallo Leute und willkommen zur 63. Folge von Undiscovered. Ich nehme gerade so nicht mal eine Minute später auf und ich bin so hyped, ey. So mega hyped. Ey. Und wir brauchen erstmal ein bisschen Papier. Denn wir wollen ja bei dem eine Karte freischalten. Und dafür muss ich ihn erstmal ein bisschen hochtraden. Ja. Dann mache ich lieber noch einmal das. Bist du wieder ein bisschen hyped? Nein? Ach man, dann mache ich lieber Kompass. Denn Kompass ist wesentlich billiger für mich als Papier. So, Kompass. Ja. Eine Empty Map. Die hole ich mir vielleicht mal. Wird dafür... Ja, okay. Ich hole mir die Empty Map. Ja, geil. Ocean Explorer Map. Woodland Explorer Map. Yes, genau das wollte ich haben. Ach man... 27 Emeralds und ein Kompass. Perfekt. 27 Emeralds und ein Kompass. Und schon habe ich das, was ich wollte. Musstest du jetzt noch freigeschalten? Nicht. Dann bist du mir egal, dann hör auf so happy zu sein. Arschloch. Ich bring dich um. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich machen möchte. Also, um euch mal zu erklären, was ich eigentlich machen möchte. Von Beerlcraft gibt es diesen wundervollen Dust. Und der wird vom Vindicator getroppt. Und dieser Vindicator... Also, entweder wir machen das jetzt... So, wie wir das bisher gemacht haben, mit dem Spawner Changer einfach einen einfangen. Was ja eigentlich relativ easy ist. Weil wir haben hierfür eigentlich ja alles da. Da könnten wir das damit ganz einfach machen, wofür ich mir jetzt auch mal einen baue. Oder wir machen das mit einer Soul Vial. Warum? Weil darum, haha. Nee. Da hole ich mir hier das. Also ich werde mal beides machen. Und ja, ich habe zwischen den Folgen auch mal hier so ein Teil gebaut. So ein Alloy-Smelter. Es tut mir wirklich leid. Wirklich. Aber es musste sein. Ich habe es gebraucht für... ich zeig's euch. Für hier das. Hier da hinten sind nämlich Fluid Conduits drin, beziehungsweise dran, und die haben das gebraucht. Also die haben nicht das Fused Quartz gebraucht, was ich jetzt hergestellt habe, sondern die haben das Quite Clear Glass gebraucht, was ich rausgeholt habe. Genau. Und wir werden jetzt zu dieser Woodland Mansion mal hingehen und... Ja, ich weiß nicht, ist das ein Zeitraffer wert? Ja, aber auf jeden Fall werde ich eventuell nicht, also wenn es zwei davon gibt, zwei Vindicator, muss ich ja erstmal gucken, ich weiß es nicht genau, aber ich denke schon, dann werde ich einen mit Soul Vial einfangen und den anderen werde ich, mit dem Spawner Changer mehr oder weniger einfangen. Und ja, das klingt doch ganz nett, wenn ich das mache, oder? Ja, danke. Danke dafür. Ich, ja, hier, komm, Zeitraffer. We'll be right back.
Ein Haus. Ich hab's gefunden. Ich habe es gehasst. Aber ich habe es gefunden. Nice, danke für die Hilfe. Und hier drin sind jetzt solche Sachen wie Evoker. Die brauche ich aber nicht. Ich brauche Windicator. WTF. Ich brauche Leben. Also ein Windicator habe ich schon mal. Aber WTF war das stark. WTF. WTF. Habe ich schon WTF erwähnt? Ich glaube nämlich nicht. WTF. Bist du noch ein Windicator? Ja, das bist du. Und du bist ein kleines Arschloch. Lass mich doch mal in Ruhe. So, ich werde mir jetzt hier einen Wegpunkt machen. Menschen, ich habe es bestimmt falsch geschrieben. Aber ich kann jetzt wieder zurückgehen. Tada. Und jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal so ein Spawner-Changer. Ah, fuck, dafür brauche ich ja einen normalen Spawner. Egal. Ich habe wenigstens einen und kann den bei unserer alten Mob-Farm dann demnächst mit reinstellen. Das werde ich einfach zwischen den Folgen machen und dann hier unten die Drawer ein bisschen erweitern. Um die Sachen, die der Typ halt droppt. Was kann ich jetzt noch machen? Sonst ist ja die Folge eigentlich recht kurz gewesen für euch. Für mich ist sie schon über eine Viertelstunde. Och, geil. Wie sieht's eigentlich hier aus? Alles tutti frutti. Hier ist auch alles gut. Das ist ja alles ungefähr gleich schnell. Bis auf hier das. Und ja, beziehungsweise das ist auch genauso schnell, nur das hier ist viel zu schnell. Und deswegen würde ich mal sagen, ja, wir gucken mal nach, wie viel wir schon haben. Dragon, fast 7000 erst. Geht ja noch. Hier, das steigt auch stetig. Können wir, nee, da hat bestimmt noch mehr ja, Glowstone und Diamanten. Ja. Genau. Wie sieht hier die Kiste aus? Dauerhaft leer. Das gefällt mir sehr. Ja, ansonsten, das war's eigentlich schon von der Folge. Was kann man sonst noch machen? Wir können von Applied Energistics das hier autocraften lassen. Automatisch craften lassen. Und dann können wir das. Und dann können wir das automatisch craften lassen. Und das ist nicht alles. Nein, wir können uns auch das hier mal automatisch craften lassen. Ja, ich tue das jetzt einfach mit da rein. Und von den Crafting mache ich mal 8 Stück. Ich mach mal 2 Stück. Ach man, weil das verbraucht 4 Diamanten. Naja, egal. Besser als, keine Ahnung, nichts. Ja. Prozessor. Und dann ist es nämlich ab jetzt so, wenn wir hiermit mit dieser Zelle etwas craften lassen, dass dann
viel, also, nee, also, man kann mehr damit machen. Hier? Versteht ihr das? Passt das in euer Erbsenhirn? Ja? Das ist schön. Es tut mir leid, dass das so eine kurze Folge war, aber mittlerweile kommt ja, also in den Ferien jetzt, kommt ja eh jeden Tag eine Folge Minnekraft. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen und würde sagen, Dankeschön fürs Zusehen. Habt noch einen wunderschönen Tag. Und ciao, Leute.